Der Dämon Tichondrius war Arthas Mentor als Todesritter, welcher ihm den Auftrag gab, Kel'Thuzad, einen Lich, welchen Arthas bei dem Schlachtzug gegen die Geißel getötet hatte, wiederzuerwecken. Um Kel'Thuzad wiederzuerwecken, musste Arthas seinen alten Paladinlehrer und Mentor Uta Lichtbringer töten, welchen ihn damals vor Stratholm stehen lassen hat. Der Todesritter konnte die Überreste Kel'Thuzads an sich bringen, jedoch musste Uta dafür sein Leben lassen. Mit den Gebeinen des Lichs machte Arthas sich auf den Weg in das Elfenreich Kel'Thalas, um in der Hauptstadt der Hochelfen, Silbermond, am Sonnenbrunnen auf der Insel von Kel'Danas, Kel'Thuzad, wiederzubeleben. Er musste durch drei Tore kommen, wobei ihm die Hochelfe Sylvanas Windläufer immer wieder Steine in den Weg legte. Arthas tötete die Waldläufer-Generalin Sylvanas, welche ihre Heimat hartnäckig verteidigte. Doch der schnelle Tod war Arthas nicht genug, er schenkte ihr keinen sauberen Tod. Und so ließ er Sylvanas mit Hilfe der Klinge Frostgram als eine starke, untergebene Banshee wieder auferstehen. Schließlich gelang es Arthas, in Silbermond den Lich Kel'Thuzad zurück ins Leben zu rufen. Dieser nahm durch ein schwarzes Portal Kontakt auf mit Archimond, dem Dämonenlord der Legion. Das Ziel war es nun, die brennende Legion durch ein Tor nach Azeroth zu holen. Um dieses Tor zu öffnen, erhielt Arthas den Auftrag, einen magischen Zauberfolianten von Medivh, dem Wächter Lordaerons, in den Besitz der Legion zu bringen. So griff Arthas die Zaubererstadt Dalaran an, tötete Antonidas und entwand ihm den Zauberfolianten. Kel'Thuzad öffnete mit Hilfe des Folianten ein Portal, durch das Archimond und seine Legion nach Azeroth schritten und Chaos und Zerstörung verbreiteten. Archimond erzählte, dass die Dienste von Arthas und Kel'Thuzad nicht länger benötigt werden. Arthas geriet darüber in großen Zorn, doch der Lichkönig Ner'Zhul beruhigte ihn. Während sich die brennende Legion voll und ganz auf die Vernichtung der sterblichen Völker konzentrierte, hatte der Lichkönig bereits eigene Pläne und agierte hinter dem Rücken von Archimond gegen die Legion. So suchte Arthas im Dienste Ner'Zhuls in den Wäldern von Kalimdor den Verräter Illidan Sturmgrim auf. Während Archimond den Hyal angriff und die Nachtelfen alles taten, um ihr Heiligtum Nordrassil zu verteidigen, erzählte Arthas Illidan von einem Artefakt namens Schädel des Gul'dan, welches durch einen der Dämonendiener von Archimond bewacht wurde. Mithilfe dieses Artefaktes käme Illidan zu noch mehr Macht und könnte somit der scheinbar übermächtigen Legion trotzen. Machtbesessen wie Illidan war, folgte er dem Rat. Er stahl das Artefakt und nahm seine Kräfte in sich auf. Da er seit dem Krieg der Urtürme das Mal von Sargeras trug, verwandelte sich Illidan augenblicklich in einen Dämonen, als er die finstere Magie des Schädels aufsog. Mit dessen Macht vernichtete er den Schreckenslord Tichondrius, welcher einen Teil der Legion befehligte. Der Dämonenfürst Kil'jaeden suchte eine Weile später Illidan auf. Der Dämon bot ihm alles, was Illidan sich wünschte, als Gegenleistung für einen einzigen Dienst. Illidan sollte den Lichkönig vernichten, der die brennende Legion betrogen hatte, als er Arthas zu seinem persönlichen Favoriten und Anführer der Geißel machte. Angesichts Kil'jaedens überwältigender Macht hatte Illidan keine andere Wahl, als einzuwilligen. Er beschwor dazu auch eine Gruppe Naga aus den Tiefen des Ozeans empor, darunter auch Lady Vash. Die Naga, die einst Hochgeborene gewesen waren, verbündeten sich mit Illidan und respektierten seine enorm magischen Kräfte. Archimond konnte am Berg Hyal schlussendlich zu Fall gebracht werden.